Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Etwas Genuss. Und heute ist es soweit. Der Etwas Genuss Lounge Day Sommer 2024 findet statt. Und natürlich wollen wir das Ganze für euch in Videoform begleiten. Wir werden euch heute den Tag über ein bisschen mitnehmen. Wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet. Also, ich würde sagen, Professionalität kann man uns jetzt fast nicht absprechen. Ne? Auch immer schön an den Hashtag denken, Etwas Genuss Lounge Day. Nein, ohne Witz, Freunde, wir sind mega aufgeregt. Der Dave ist gerade schon hinter der Kamera aktiv und filmt das Ganze heute, wird heute auch mit beim Lounge Day dabei sein, weil wir natürlich vorher sehr ausführlich die Terminabsprache koordiniert haben. Ja, ich würde sagen, wir nehmen euch heute einfach mal ein bisschen mit, haben jetzt noch ein bisschen was vorzubereiten und machen uns dann in ein paar Stunden auf dem Weg in die Lounge. Wir freuen uns. Natürlich, obligatorisch, muss ich mich ganz am Anfang bei ein paar Leuten bedanken, denn wir hatten massig Unterstützung für den Etwas Genuss Lounge Day. Ich möchte mich zuallererst bedanken bei unseren Gastgebern, bei der Zigarrenbeider und Schein Lounge, beim guten Göckschei. Da möchte ich mich auch bei einigen bedanken, die reichlich in die Tombola dazugebuttert haben. Wir haben Unterstützung bekommen von Dalai, von Cigar Kings, von Hemmis, von VCF-Aliados, von Lagalana, von Filliger, natürlich auch von den Jungs aus der Lounge. Dann hatten wir natürlich wieder verrückte Leute, die heute hier sind, aus der Community, die sich gedacht haben, wisst ihr was, ich gebe einfach auch noch was mit rein. Da bedanken wir uns beim Sven natürlich. Wir bedanken uns bei Florian und seinem Vater Franz Josef, die jeweils auch noch mit dazugegeben haben. Und wir bedanken uns beim guten Lance, die wirklich alle auch noch selber aus eigener Tasche Preise dazugegeben haben. Ist wirklich wahnsinnig großzügig. Vielen herzlichen Dank. Wir werden uns Mühe geben, dass wir heute den Tag über auch nutzen, um ja mal mit jedem irgendwie so ein bisschen zu quatschen, ne, dass wir auch tatsächlich dadurch, dass ihr euch ja den Weg auf euch genommen habt, dass wir da einfach mal ein bisschen mit euch auch tatsächlich die Zeit verbringen. Das heißt, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir haben gegen 18:30 Uhr ein Highlight. Da haben wir nämlich einen Habanos-Verkauf.
Möchtest du dazu kurz was sagen? Also es wird wieder wirklich schöne Formate dabei sein, interessante Sachen. Eins dabei, die ist sehr interessant, da werde ich auch noch dann erzählen, wenn es dann soweit ist. Also ihr könnt euch wirklich darauf freuen. Und ich freue mich, dass wieder zahlreich hier alle erschienen seid. Und das Tolle daran ist immer, dass ich von dem einen und dem anderen gehört habe, hier wie bei dir, mein Lieber. Mensch, ich kenne dich ja nur vom Dings hier, vom Streams und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch für uns eine große Ehre, mit den Jungs hier, mit dem etwas Genuss-Jungs hier, das veranstalten lassen zu können und euch dann hier haben zu dürfen. In dem Sinne, lasst euch richtig, richtig, richtig viel Spaß haben. Macht einfach das, was ihr wollt. Okay? Wir werden heute das Ganze ein bisschen filmisch begleiten. Wir werden niemandem die Kamera ins Gesicht halten. Also nur, wir werden niemandem die Kamera ins Gesicht halten, keine Sorge, aber halt so ein bisschen mal den Raum filmen und so. Falls jemand krankgeschrieben ist, bräuchten wir die Info. Ich glaube, jetzt sind wir aber endgültig durch. Und jetzt wünsche ich euch endgültig einen großartigen Etwas Genuss Lounge Day. Danke, dass ihr da seid. Das waren also ein paar Eindrücke vom Etwas Genuss Lounge Day Sommer 2024. Dave und ich hatten wahnsinnig viel Spaß. Der Lounge Day liegt jetzt ein paar Tage hinter uns. Wir konnten auch noch mal ein bisschen darüber nachdenken und reflektieren. Wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Wir denken, allen hat es gut gefallen. Wir haben natürlich wieder das ein oder andere gelernt. Darüber haben wir schon im Podcast geredet. Hört da gerne mal rein. Aber ansonsten können wir nur sagen, es war wirklich ein voller Erfolg und wir freuen uns auf den nächsten Etwas Genuss Lounge Day. Stellt euch auf Anfang Februar 2025 ein. Was uns jetzt natürlich brennend interessiert ist, wart ihr beim Etwas Genuss Lounge Day? Hat es euch gefallen? Wärt ihr gerne gekommen? Hat es vielleicht einfach terminlich nicht gepasst? Was wünscht ihr euch für einen kommenden Etwas Genuss Lounge Day, für kommende Events? Schreibt es uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare oder macht es viel besser
kommt in unsere Facebook-Gruppe und kommt auf den Discord-Server, kommt in die etwas Genuss-Lounge. Ihr könnt das Projekt hier natürlich auch gerne unterstützen. Schaut da unter anderem mal auf Patreon vorbei. Das ist eine Seite, die wir ins Leben gerufen haben, wo ihr uns monatlich unterstützen könnt. Und dafür kriegt ihr zusätzliche Inhalte geboten. Videos, Videocalls, Abstimmungen, Behind-the-Scenes-Fotos, Tee, Kaffee werden euch zugeschickt, Zigarrenfeuerzeuge. Ist wirklich eine ganze Menge los. Schaut da gerne mal vorbei. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und ich glaube da unten, entweder da oder da, ich glaube da, habe ich euch mein letztes Video verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.